Jo, und damit begrüße ich euch zurück zu einem neuen Part von Super Smash Bros. Ultimate. Das, was beim letzten Part mal wieder war, vor allen Dingen das Ende. Das war mal wieder ein unfassbarer Spaß. Okay. Kann man leider nichts dran ändern, wie sagt man so schön. Also vor allen Dingen dieser tolle Spaß mit Camilla. Das war mal wieder der unfassbarste, tollste Spaß, den ich je in meinem Leben hatte. Ich denke, das kann man an meiner Stimme gerade hören. Aber egal. So, wir haben Schalk freigeschaltet wenigstens. Und ja, die Schaltflächen der einzelnen Charakter werden kleiner. Gut, und ich würde sagen mit Schulk, aber doch angezogen, springen wir hier ins kühle Nass, genauso wie man das aus der Direct kennt, weil wir dann mit eine kleine Abkürzung haben. Ach, man kann aber hochschwimmen, oder wie? Nö, kann man nicht. Na gut. So, wo gehen wir jetzt weiter? Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die andere Seite. Wir gehen wieder an diesem schönen sonnigen Hafenstadt vorbei. Achso, ich muss, da war aber, wohin führt mich nochmal diese Röhre? Ach, da oben. Ja, machen wir hier. Machen wir hier weiter. Das finde ich auch eine gute Idee. Machen wir hier oben weiter. Machen wir das da oben und nehmen passend auch den guten Liefe. Das ist, denke ich, mal eine gute Idee und natürlich den Schlafschutz. Hoppala. So, Hauptgegner besiegen, süße Träume. Ja, okay, ich hab's schon gesehen, das ist... jetzt weiß ich, Wart ist ja, Super Mario Bros. 2. Nur, da verrate ich nicht mehr viel, weil sonst spoilere ich wieder. Und vielleicht gibt's hier noch den einen, der das noch nicht gespielt hat. Oh. Leider hat das noch nicht gereicht, um die zu killen, aber wenigstens ist King K. Rool weg. Okay. Gut. Gut, ich hatte mich jetzt eigentlich auch noch darauf eingestellt, Peach zu besiegen, aber stimmt ja, nur der Hauptgegner soll besiegt werden. Na gut. Dann halt eben nur King K. Rool. Sehr schön. So, ich glaube, das ist die Traumwelt von Earthbound, ne? Ja, so mehr oder weniger. Dann könnte man sich vielleicht vorstellen, dass wir vielleicht noch einen weiteren Charakter hier kriegen. Aber gut. Erstmal holen wir uns von Kid Icarus, Dytnos. Sagt mir gar nichts, ich habe Kid Icarus nicht gespielt. Aber ich denke, King DDD sollten wir dann noch besiegen können. Hoffentlich wohlgemerkt. Ah, oh, schon wieder so eine tolle Bombe hier. Das ist schon wieder so ein Bombenkampf oder wie? Glaube ja. Oh, eine Todessense. Und tschüss. Das war mal wieder auch easy. Ich wollte eigentlich noch einen Schmetterschlag ausführen, aber gut. Auch gut. Dann war es das auch schon wieder mit Dytnos. Der aber wohl auch irgendwas machen kann. Ausrüstung, okay. Es ist ein Schmied. Ja, sieht so aus. Angriff für Items hoch und die Heilkraft. Angriff Standard runter, Angriff Spezial runter und Angriff Würfe runter. Mhm, okay. Dann tun wir das doch mal. Naja, das ist vielleicht bei ihr gar nicht so eine dumme Idee. Deswegen machen wir sie auch mal. Traumbert. Und Dekulink. Ja. Können hier auch wieder schön leveln. Gut, der Flying Man. Macht Sinn, weil es natürlich Earthbound, die Traumwelt von Earthbound ist. Und da kommen die Viecher in zahlreicher Anzahl vor. Ja, Lipstick ist gut. Aber ich habe gesehen, 5 Stück sind hier. Na, super, 5 Stück. Und natürlich sind es natürlich wieder Mi-Boxer, aber gut, es gibt dieses Flying Man-Outfit, deswegen überrascht mich das nicht. Bisschen mehr überrascht mich, dass Ness hier ist, der sich fast selbst ins Aus gekegelt hat, aber okay. So ist ja Ausdauerkampf. Oha.
Da hätte ich mir vielleicht doch was mit Ausdauer holen sollen. Na super. Ich glaube, ich habe eine Technik gefunden, das hier zu machen. Tschüss, Luca, Ness. Oh, kommst nicht hin? Oh, tut mir aber leid. Klar, ne? Kriegt sofort einen Ultra Smash rein. Ich finde das so cool. Also dieses Date ist schon genial. Oder die KI ist so dumm. Oder die KI ist so dumm. Eins von beiden. Willst du nicht hier runterkommen oder wie? Dann eben nicht. Oh, herrlich. Also entweder die Stage ist für diese Charaktere nicht gemacht oder wollen nicht runter oder die KI ist so dumm und wollen mich nicht besiegen. Keine Ahnung. Oder sie kommen da nicht hin. Finde ich gut. So, und es ist natürlich klar, dass wir hier den guten Nest bekommen. Was anderes hätte mich sehr überrascht. Alles andere hätte mich sehr überrascht. Deswegen holen wir uns jetzt auch noch den guten Nest. In der Traumwelt von Earthbound. Eieiei. Oh, Ness weiß, dass du mich aufregst gerade. Haben diese Charaktere hier so, dass sie mich aufregen hier in der letzten Zeit? Und tschüss. Meine Güte hier. Ich will schon sagen, ja, auch mit Schuld kriege ich es hin, Ness zu bekommen hier. Heieieiei. Aber ich finde es gut. Wir bekommen in letzter Zeit auch viele Charaktere und viele Trainingssachen hier. Ob das was zu bedeuten hat, wer weiß. Aber gut, ich habe genug von Schalk mittlerweile. Deswegen holen wir uns jetzt den guten Ness. Ich habe Bock, mit Ness zu kämpfen. Ich finde Ness auch cooler als Lukas. Aber gut, das ist nur so meine Meinung. Das ist ja nur meine Meinung, ey. Aber wir haben schon richtig viele hier auch rekrutiert. Aber ich denke, da warten noch eine ganze Menge auf uns. Gut, so, was ist hier? Noch gar nichts, oder wie? Hier kann ich noch gar nichts machen. Ja gut, dann dürfen wir erstmal zurückgehen. Dann war es das erstmal wieder von der Traumwelt. Und wo gehen wir denn jetzt hin? Ach so, hier komme ich dahin. Oder gehen wir erstmal auf die Insel? Ich würde sagen, wir gehen auf die Insel. Wir gehen auf die Insel hier mit Lapras. Wir gehen auf die Insel. Und kümmern uns um Cream und Cheese. Ja, und natürlich die Schwerkraftresistenz. Inklusive wieder mal Super Shadow. Ich glaube, das ist wirklich einer der Mega-OP-Geister, wenn ich so das Gefühl habe.
wollte schon sagen, warum ist hier so ein Mini-Shiggy, aber ja, ich weiß warum. Tschüss Melinda und tschüss Shiggy. Ja, sehr schön. Auch nicht schlecht. Aber war cool abgebildet auf Melinda und Shiggy, die zwei. War eine coole Idee. Gut, ich hoffe, die Geister hier sind genauso einfach. Wir kriegen gleich einen weiteren Charakter. Wir kriegen jetzt sogar schon einen neuen Charakter, aber den holen wir uns gleich. Wir holen uns gleich den Mii-Schützen. Xerneas. Würfe. Oh ne, Schnitter ist gut. Schnitter ist gut. Schnitter ist sehr schön. Vor allen Dingen, wenn es ein Ausdauer-Smash ist. Fürst Knollenauge. Aua. Der Kampf gefällt mir gar nicht. Okay, das war's. Das kann ich gleich vergessen. Ich krieg zu viel Schaden. So viel unnötigen Schaden krieg ich von denen. Das ist doof. Ich hatte gedacht, nachdem ich den Ultra Smash durch hätte, hat das mal wieder geklappt, aber... Ich glaube, das muss ich aber anders machen. So nur schaffen würde, ihn darunter zu katapultieren. Ja, das war's. Das muss ich anders machen. Das muss ich definitiv anders machen. Das hat so keinen Zweck. Das hat leider so keinen Zweck. Auch wenn ich gerne mit Ness weiterspielen würde, aber ich glaube, das klappt mit dem nicht. Leider. Das klappt leider nicht. Ja. Und wir ballern uns die Ausdauergeister rein. Und wir ballern uns, ja, oder machen das so. Dafür die Abwehr. Nee. Ja, wir ballern uns die Ausdauer rein. Dreifacher Ausdauer plus, weil das klappt sonst nicht. Gegen dieses ekelhafte Mistvieh. Ich mag das auch aus Pikmin überhaupt nicht. Ja. Viel besser. Na super, ballert mir den zurück. Du mit deinen nervigen Kontern hier. Und tschüss. Ich würde mal sagen, das war ein episches Finale.
Das war wirklich ein episches Finale. Hätte ich doch gleich so machen sollen. Captain Falcon, Schnelligkeit und Kraft verbunden. Aber gut. Vielleicht hätte ich auch, wenn jetzt natürlich auch dreifach Ausdauer geboostet, dann hätte ich das vielleicht auch mit Olima, nicht mit Olima, sag ich jetzt schon, mit Ness geschafft. Aber jetzt werde ich wieder Ness nehmen. Manche Charaktere eignen sich halt nicht für jeden Kampf oder nur für manche. Oder für manche braucht man gewisse andere Charaktere, sagen wir es mal so. Sagen wir das dann mal so. So, und jetzt ist Alola Kokowai dran, okay? Dann könnte ich schon vermuten, welcher Geist oder welches Pokémon wir hier sehr oft sehen werden. Aber okay. Ausdauer-Smash auf Zeit. Der Gegner ist erscheint nur bestimmt Pokémon aus Pokébällen, das ist klar. Und setzt oft nach oben ein. Und tschüss. Hat die so wenig Ausdauer gehabt? Weil das war mal wieder sehr wenig, muss ich gestehen. Ich habe da nicht drauf geachtet, wie viel Palutena am Anfang hatte, aber das ging so schnell. Ich habe einmal geguckt, da hat sie nur 29%. Denke ich mir auch dann so. Okay, gut. Und das werde ich jetzt wahrscheinlich richtig bereuen. Aber, naja. Naja, ne? Aber wobei, wo ist, da bist du, Shadow. Super Shadow. Ja, mal gucken. Aber ich werde das bestimmt bereuen, diesen Kampf. Den Mii schützen. Boah. Krieg schon wieder Brechreiz, so. Tolle Smash Bros. Wii und 3DS Musik. Das war mal ein interessanter Konter. Oh, schön getroffen. Und ein zweites Mal. Leider nicht das dritte Mal. Na komm, willst du es aufladen? Ich hab Zeit. Und tschüss. War doch gar nicht so schwer, ne? Dreckiger Mii-Schütze. Also ich bleib echt dabei. Ich kann diese Mii-Charaktere echt einfach nicht ausstehen. Das ist echt so... Oh, selbst wenn es nur einer ist, ist das wirklich nervig zu kämpfen. Naja gut, wir haben ihn ja noch bekommen und das ist ja das Einzige, was zählt. Der alte Lobba. Shantae. Okay, dann nehmen wir Shantae. Dann nehmen wir die gute Shantae. Will ich jetzt nochmal... Ja komm, den Einkampf machen wir noch mit Ness. Den Einkampf machen wir noch mit Ness. Erhöhte Itemschlagkraft für Gegner. Und Gegner startet mit einem Schnitter. Boah. Sieht natürlich auch mal interessant aus hier in Hasenohren. Na, wobei jetzt hat er keine Hasenohren mehr, aber gerade in Hasenohren andersweitiges Ding. Ach, hier kommen nur Mini-Pilze, ernsthaft?
Was war bitte das? Ernsthaft? Gott, ey, das ist nicht euer Ernst. Das kann nicht euer Ernst sein. Oh Gott. Ah ja, stimmt, Wind Waker, deswegen, krieg dich auch weg, wenn du Mini bist. Oh Gott, ey, macht das schon wieder Spaß, der Kampf. Och Mann, ey, das ist doch lächerlich. Ich sterbe nur an dieser einen blöden Kante da jedes Mal. Och, meine Fresse, ey. Finde das wenigstens von ihr wie mehr, aber sie macht ja gefühlt gar nichts. Außer ständig mit ihrem nervigen Schnitter hier rumzuschwingen. Was anderes kann sie ja nicht. Ach, es wird auch noch von denen Kanonen geballert. Ach, ist das wieder mal schön. So ein schöner Kampf, der macht Spaß. So richtig schwacher. Das hat sich schon selten nicht mehr. Ein Tiny K.O. Oh, na also. Geht doch. Oh mein Gott, ey, war das schon wieder nervig, bis zum geht nicht mehr. Naja, wir haben es geschafft, finde ich schön, finde ich toll. Und ja, machen wahrscheinlich den hier, Ryato Hayama von der Wave Race Reihe. Na gut. Bis dann und tschüss, euer Jake. Hei, 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 hei.